Magdeburg kenne ich nicht. Weil aber der Zug auf der Strecke zwischen Leipzig und Braunschweig in Magdeburg die Fahrtrichtung wechselt, bietet sich mir hier häufig Gelegenheit, eine Zigarette zu rauchen. Meist stehen auf dem Bahnsteig außer mir nur die wie ich rauchenden Zugbegleiter. Zu sehen gibt es nichts. Der grobe, rissige Betonboden, das Eisengeländer, unterhalb der Gleisanlage die Zufahrt über den Platz der Volkssolidarität, nein, über den ausgerechnet Kölner Platz. Und der Nordeingang. Rechts das Bahnhofsgebäude, irgendwo im Hintergrund die Stadt. Und irgendwo in dieser Stadt ein Leichenschauhaus, in dem der Schlagzeuger und Sitarspieler Colin Walcott gelegen haben wird, nachdem er am 8. November 1984 mit dem Tourbus auf der Transitautobahn bei dichtem Nebel in einen querstehenden LKW gerast war. Was für ein deprimierendes Ende, was für ein langer Weg von den Columbia Studios an der Ecke 47 East und 52nd Street in Manhattan, wo Walcott im Juni 1972 mit Miles Davis, das bis heute äußerst kantige und von Jazzhörern oder Jazzpuristen als lärmig und strukturarm geschmähte Album On the Corner aufgenommen hat. Mehr weiß ich nicht von Magdeburg. Während sich das kaum eine Zugstunde und mehrere Welten entfernte Braunschweig in den 80er Jahren auf sein Stadtmarketing der 30er Jahre besann und den Reisenden am Bahnsteig seitdem wieder mit Stadt Heinrichs des Löwen, Braunschweig HBF empfängt, würde es mich nicht weiter wundern, begrüßte man hier den Ankommenden mit dem Schriftzug Magdeburg HBF, Hic sunt leones. Sobald die Zugbegleiter ihre Zigaretten ausdrücken, steige ich wieder ein und bald liegt die Stadt hinter uns. Sehe ich aber einmal Einheimische auf dem Bahnsteig, handelt es sich jedes Mal um die auf beunruhigende Weise verrücktesten Typen, die ich auf meinen Reisen zu Gesicht bekomme. Männer zwischen 30 und 40, nach sachsen-anhaltinischem Maßstab schätze ich Stinos, Magdeburger Durchschnittsbürger, doch auf mich wirken insbesondere ihre Modevorlieben außergewöhnlich, nämlich bei näherer Betrachtung zugleich wahnsinnig albern und bedrückend. In Magdeburg gehört offenbar, zumindest unter Männern, die sich ab und zu auf den Bahnsteigen des Hauptbahnhofs aufhalten, zur Herrenmode das eindeutige, offensive, weltanschauliche Bekenntnis. So viel begreife ich, auch wenn ich das Bekenntnis selbst kaum je einordnen kann. Der junge Mann mit narbigem Gesicht, der am 22. Januar dieses Jahres in grauer Jogginghose mit der Aufschrift Pro-Violence dem Ausgang entgegenfedert, ist da noch leicht zu entziffern. Bei Pro-Violence handelt es sich um eine Magdeburger Nazi-Klamottenmarke. Der andere, der am selben Tag von Magdeburg bis Köthen im Zug vor seinem Laptop hockt und, außer mir sitzt niemand sonst im Großraumwagen, den professionellen Schnösel gibt, macht es dem Leser seines T-Shirts schon schwerer. Paradise Porn Casting Mallorca, lautet der Aufschrift auf der Brust. Ja, es gibt die Disco Paradise Beach am Anfang der Schinkenstraße in Palma de Mallorca. Und ja, die Sexdarbietungen dort ziehen das deutsche Ferienpublikum an. Warum aber steht auf dem T-Shirt Paradise anstatt für immer deutsch und richtig Paradies? Trägt hier jemand seine Englischkenntnisse zur Schau oder im Gegenteil mangelnde Sprachsicherheit? Wie verankert sich jemand in der fließenden Welt, wenn er auf der Strecke zwischen Braunschweig und Köthen seinem Gegenüber deutsche Internationalität vorspielt? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur dies. Die Welt ist ein Schlachtfeld. Humor ein Mittel zur Einschüchterung. Es herrscht die völlige Unfähigkeit zu spielen. Unterkomplexität wird als Waffe eingesetzt. Vollends ins Schwimmen gerate ich dann am 10. September dieses Jahres. Es ist warm, ich rauche in der Sonne. Mit ein, zwei Blicken habe ich für heute vom Kölner Platz in Magdeburg genug gesehen, wende mich dem Intercity zu,
der einen Eindruck macht, als hätte er damals schon auf der Transitstrecke seine Dienste geleistet, und sehe einen Mann, der offenbar seine Mutter zum Zug bringt. Sie steht in der offenen Waggontür, er reicht ihr das Gepäck an, die beiden unterhalten sich. Was mag sie ihm zum Abschied sagen? Lies deinen Odin, mein Sohn, und lies die Fahrpläne. Er, hart an der 40, trägt diese spezielle Art von Streetwear, wie man sie eigentlich nur anlegen kann, wenn man nach der Arbeit zu Hause auf dem Sofa sitzt. Schleppt also seine Vorstellung von privater Gemütlichkeit demonstrativ durch den öffentlichen Raum. Die Welt ist mein Wohnzimmer. Was hast gerade du in meinem Wohnzimmer zu suchen? Auf der schwarzen Joggingjacke ein Schriftzug, deren genauer Wortlaut irgendetwas mit einem schwarzen Raben mehr nicht haften bleibt, weil, wie soll ich es nennen, die Heckbeschriftung, der Bumpersticker des guten Sohnes meinen stieren Blick auf sich zieht. Auf der linken Gesäßseite seiner Schlabberhose steht in weißen Buchstaben Total War und auf der rechten Is Coming. Ich bin verwirrt. Nein, war ich wirklich. Was ist er? Ultra, Gamer, Neuheide, Rosenstolzhörer? Ich kapituliere. Und wer um alles Welt kommt auf die Idee, sich den Hintern beflocken zu lassen? Verbale Mutproben gibt es jederzeit, hat Heinz Blumenberg einmal zu Ernst Jünger bemerkt. Hic sunt leonis. Doch wer bin ich in dieser ganzen Geschichte? Hilf Christ, dass wir solch Affen empfangen mögen recht, heißt es in einem Flugblatt aus der Reformationszeit mit der Überschrift Halt dich, Magdeburg, und in Magdeburg der Werten, da sind der Kriegsleut viel, zu Fuß und auch zu Pferden treiben sie Ritterspiel. Magdeburg, Stadt der Gamer, Stadt der Krieger. Total War is coming. Schon fließt das Blut die Straße hin. Wo fliehen wir hin? Wohin? Schreibt Goethe über Magdeburg. Und Friederike Mayröcker, Text mit Steinen in Tod durch Musen 1966. Frequenzstall bei Majakowski. Oh, Magdeburg. Omnibus mit Zinnen, Pfennige, weiße Sternfrau, Projektil verschoben. Beiseite. Steine bloß, teils zu kühlen Sprüchen. Eine Schaltstelle zwischen Ober- und Unterwelt hier in der flachen Magdeburger Börde, wo niemand mehr zu sagen wüsste, was denn oben und was unten sei. In Magdeburg vernehmen Volkspolizisten, Zeugen zufolge korrekt und sachlich, verstörte Jazzmusiker aus den USA, deren Kollegen nach einem Unfall auf der Transitautobahn schwer verletzt in die Klinik eingeliefert worden sind. In welcher Sprache? Welchem Idiom? Ob die drei Magdeburger Bahnhofsgestalten, Pro-Violence und Paradise Porn Casting Mallorca und Total War is Coming, mit ihren teils zu kühlen Sprüchen einander auf Anhieb einordnen könnten, ganz gleich, wie weit ihre Milieus und Vorlieben auseinanderliegen mögen? Ich vermute ja. Auf mich dagegen wirkt es, als sprächen sie, ohne dazu den Mund aufmachen zu müssen, in einer mir unbekannten, ein wenig unheimlichen Sprache. In einer fremden Sprache, von der ich zugleich weiß, sie ist Teil dieser, also auch meiner Welt. Ist Magdeburg, ist der regelmäßig für 4 Minuten vor meinen Augen aufflackernde Ausschnitt dieser Stadt das Gegenteil von einem Gedicht? Oder ergibt die Bahnsteigszenerie selbst ein Gedicht, das sich aus erratisch daherkommenden, code-anzeigenden Sprachpartikeln zusammensetzt? Aus Ankündigungen, Weissagungen, Drohungen, die sich in schlichtem Nachwendeenglisch formuliert, um einen nicht näher zu bestimmenden Raben gruppieren, in wechselnden Konstellationen, fortwährend in Bewegung begriffen? Möglich, dieses nach meinen vorangegangenen Sätzen inzwischen vollends fantastische, konstruierte Magdeburg hat ein Sprachproblem, was jemanden wie mich, der ich Gedichte schreibe, natürlich hellhörig werden lässt.
Gleichgültig, ob es selbst ein Gedicht ist, ob es mit seiner Schroffheit, seinem Hauch von brutaler Unbeholfenheit und der demonstrativen Abwehr jeglicher Sensibilität Gedichtferne signalisiert, ob es gleichwohl gedichtfähig wäre oder nicht. Magdeburg teilt etwas mit der großen Zahl an Gedichten, mit der unendlich weit in die Vergangenheit zurückverfolgbaren Spur der modernen Lyrik, über die zu klagen Leser nicht müde werden, sie verweigere sich den Zugang. Es entzieht sich der, wie auch immer zu definierenden, Allgemeinverständlichkeit. Magdeburg könnte, und zwar an jeder Ecke, einen Anmerkungsapparat gebrauchen. Ich glaube, ich bräuchte doch mal einen Schluck Wasser. Eine fremde Sprache, von der ich zugleich weiß, sie ist Teil dieser, also auch meiner Welt. Funkert, Hocken, Gangart, Geschwänz oder Terich, Glatthart, Schrenz, Laubfrosch, Makum, Billrett oder Erferken, Terich, Quien, Nergischer, Gleicher, Dippet und Erfetzt, Volender, Galle, Brist, Erlat, Fluckart, Grandig, Gleicher, Strombart, Kandig, Windfang, Schwärz, sowie Dippe, Betsam, Lechem, Brist, Regenwürme, Fünkelei, Keres, Schwadern, Funkert, Schwärz, Keres, Strome, Keres, Keres, Schreiling, Mussen, Sons, Hauts, Keres, Barfen, Holderkauz. Damit rasen wir knapp 200 Jahre zurück, rasen von Magdeburg 460 Kilometer Richtung Osten nach Breslau. Dort gibt August Heinrich Hoffmann, den man heute höchstens noch kennt, weil er den Text zur Erkennungsmelodie der deutschen Fußballnationalmannschaft geschrieben hat, gibt also August Heinrich Hoffmann, genannt von Fallersleben, als Hilfsbibliothekar die Monatsschrift von und für Schlesien heraus. In der Januarausgabe 1829 geht er unter der Überschrift Ältestes Rottwelsch in Deutschland den Spuren nach, welche das Rottwelsche, die, so der Autor, Gaunersprache und ein Mischmasch, ein echtes Kauderwelsch, eine wahre Spitzbubensprache, in schriftlichen Quellen hinterlassen hat. Womit Hoffmann von Fallersleben zum Gründungsvater der Rottwelsch-Philologie wird. Näher führt er aus: Diese Sprache, gewöhnlich Rottwelsch genannt, besteht nämlich aus vielen neuen, selbstgeschaffenen deutschen Wörtern oder alten, vorhandenen, mit denen man ganz neue Begriffe verwandt oder die man durch neu geschaffene Flexionen unkenntlich machte, wozu sich dann noch viele andere aus fremden Sprachen gesellten, zumal hebräische und romanische, deren Gestalt und Bedeutung jedoch ebenfalls wie die der deutschen Wörter dermaßen umgeschaffen ist, dass man etwas ganz Neues zu hören glaubt. Er meint, etwas ganz Neues zu hören. Mit dem Rottwelschen als einer gesprochenen Sprache wendet sich Hoffmann von Fallersleben einem jungen Forschungsgebiet zu. Ja, angespornt von Jakob Grimm stellt er sich, annähernd sechs Jahrzehnte vor Edisons Erfindung des Phonographen, mit an die Spitze der Verfechter eines Acoustic Turn. Derart verschwommene Konturen zeigt das Konzept Mündlichkeit seiner Zeit. Derart flüchtig wirkt es noch, dass Jakob und Wilhelm Grimm für die Zwecke ihrer Forschungs- und Sammeltätigkeit anfangs gar nicht umhinzukommen scheinen, Mündlichkeit zunächst als reines Konstrukt zu etablieren, Mündlichkeit fiktiv zu fassen. Heute wissen wir, vieles von dem, was sie sich an alten, vermeintlich mündlich tradierten Märchen erzählen ließen, hätten sie einfacher aus Büchern abschreiben können. August Heinrich Hoffmann von Fallersleben klopft schriftliche Quellen nach mündlichen Spuren ab, nach Hohlräumen, die sich unter der Schrift verbergen.
Er präsentiert einen Rottwelsch-Fund aus dem 14. Jahrhundert, legt eine umfangreiche Materialsammlung zur Verwendung rottwelscher Ausdrücke in der deutschen Literaturgeschichte an und schließt mit einem Lied aus neuester Zeit, das seiner Auskunft nach auch in Schlesien entstand. Es ist mir wenigstens als das Erzeugnis eines schlesischen Poeten mitgeteilt worden. Fiktive Mündlichkeit. Denn das Lied stammt, wie sich von allein versteht, natürlich von ihm selbst. Von jenem Dichter muss man sich vergegenwärtigen, ohne den der Schlachtruf Schland undenkbar wäre. Dass es sich, wie der Text der deutschen Nationalhymne, auf die Melodie von Joseph Haydns Gott erhalte Franz den Kaiser singen ließe, macht die Angelegenheit nur umso aparter. Funkert her, hier lasst uns hocken, hol der Gangart das Geschwänz. Auf dem Teerich ist's ja trocken, wir haben Glatthart in der Schwänz. Und kein Laubfrosch soll uns merken, wenn den Makum wir beziehen. Kann der Billrät uns erferken und der Teerich sein ein Queen? Närrischer, ihr Gleicher alle, dippet, was ihr habt, erfetzt, im Polender, in der Galle, alles brisst dem Erlat jetzt. Wie der Fluckart freut sich grandig auch der Gleicher allerwärts, jeder Strombart ist sein Kandich und sein Windfang ist die Schwärz. Jeder dippe jetzt das Seine, Betsam, Lächeln, brist herbei, Regenwürme, groß und kleine, jo, die ganze Fünkelei. Keres her, jetzt lasst uns schwadern, um den Funkert in der Schwärz, Keres strome durch die Adern und voll Keres sei das Herz. Keres her und lasst sie schlafen, Schreiling, Mussen, Sons und Hauts, Keres her, wir wollen barfen, weckt uns doch kein Holderkauz. Man stelle sich, knister, knister, Rausch, dieses Gedicht aus einem Phonographentrichter gesprochen vor, von einer abwesenden Stimme. Aber Moment, habe ich da gerade Yo gesagt? Yo, die ganze Völkelei? Ja, Hoffmann von Fallersleben hat tatsächlich Yo gesagt. Als er sich, wie er schreibt, der Sprache der Räuber, Diebe, Gauner, Landstreicher und Bettler, also der Fahrenden und Verfolgten, zuwendet, ahnte nicht, dass er einmal selbst mehrere Jahre auf der Flucht sein, im Untergrund leben wird. Noch ist er Hilfsbibliothekar, bald ordentlicher Professor in Breslau, Quellenforscher, Herausgeber, Gelegenheitsdichter. Rottwelsch ist gewiss kein Meisterwerk, die Fingerübung eines Gelehrten, der, ganz Romantiker, mit dem Volkston liebäugelt, das Räuberleben preist. Jedes Leben im Freien, fern von dem Alltagsleben der übrigen Menschen, schwärmt er, von ihren gewöhnlichen Hantierungen, ihren häuslichen Sorgen und Kümmernissen, hat etwas Poetisches. Es erzeugt eine Anschauung der Welt und der menschlichen Verhältnisse, wie sie sich im herkömmlichen Zustande einer Gesellschaft selten findet. Und gewährt uns in jeder Darstellung seines Ichs eine eigentümliche, bedeutungsvolle Erscheinung. Eine eigentümliche, bedeutungsvolle Erscheinung, von der das Ich eines Breslauer Hilfsbibliothekars nur träumen kann, während er jahrelang erbittert darum kämpft, endlich in den Beamtenstand gehoben zu werden. Bei Rottwelsch, das Hoffmann von Fallersleben später noch zweimal nun unter eigenem Namen veröffentlichen wird, handelt es sich zweifellos um ein Trinklied und zweifellos auch um ein deutsches Gedicht. Aber um eines, das auf den Gebrauch des Standarddeutschen so weit wie möglich verzichtet. 39 Rottwelsch-Ausdrücke bringt der Autor in seinen 7 kurzen Strophen unter, darunter auch einige falsche Freunde wie Regenwurm, Gleicher Laubfrosch. In einem angefügten Glossar finden sie sich aufgelistet und übersetzt. Woher Hoffmann von Fallersleben allerdings das Yo nimmt, bleibt sein Geheimnis. Anfang der 40er Jahre dann macht ihn sein Deutschlandlied zum Andreas Bader seiner Zeit. Seine radikalen politischen Ideen wegen vom Staat verfolgt, von den Halbstaaten angehängt. Er verliert Amt und Pension, wird zum Staatenlosen erklärt und findet,
unzählige Male den Aufenthaltsort wechselnd, Unterschlupf nur noch bei Freunden. Wo er auch auftaucht, horchen Spitze ihn aus. Die Sesshaften, den Nicht-Sesshaften, der in ihren Augen per se gefährlich ist. Die ganze Wanderromantik, meint man, ist schon so gut wie zugrunde gerichtet, bevor sie sich überhaupt ausformt. Man muss sich das Wandern ist des Müllers Lust als fröhlich geschmetterten Denunziantenbericht vorstellen. Erstens, lustig ist das Zigeunerleben. Zweitens, rüber. Ohne Polizeispitzel jedoch würden keine Wörterbücher von Geheimsprachen wie dem Rottwelschen existieren. So etwa der 1812 in erweiterter Ausgabe bei Gottfried Braun in Heidelberg erschienene Klassiker »Aktenmäßige Geschichte der Räuberbanden an den beiden Ufern des Mains, im Spessart und im Odenwalde«, enthaltend vorzüglich auch die Geschichte der Beraubung und Ermordung des Handelsmannes Jakob Rieder von Winterthur auf der Bergstraße. Nebst seiner Sammlung und Verdolmetschung mehrerer Wörter aus der jänischen oder Gaunersprache. Verfasst vom Stadtdirektor Pfister zu Heidelberg, Kraft seines Amtes für die Hinrichtung von überführten Kriminellen zuständig und bei den Bürgern beliebt, weil er es versteht, eine schöne Hinrichtung als massenwirksames Spektakel zu inszenieren. Pfisters aktenmäßige Geschichte der Räuberbanden an den beiden Ufern des Mains stellt gewissermaßen das Buch zum Film dar, lange vor Erfindung des Films. Ein einmaliges Open-Air-Erlebnis, Save the Date. Am 31. Juli 1812 findet, im Anschluss an einen Schauprozess auf dem Marktplatz, die Hinrichtung der Hölzerlips-Bande statt. Bestellungen für das Buch zum Blutgericht werden schon jetzt entgegengenommen. Zweifach ist die Absicht, welche mich zur Herausgabe dieser Schrift bestimmte. Doppelt der Zweck, welcher durch sie erreicht werden soll, eröffnet Ludwig Pfister seinen Vorbericht. Sie soll nämlich von der einen Seite die gespannte, nicht tadelnswerte Neugierde derjenigen befriedigen, welche die Einfangung so mancher Räuber und Gauner in hiesiger Gegend teils selbst mit ansahen, teils davon hörten. Sie soll aber von der anderen Seite auch zugleich dazu dienen, das Publikum von der Verfahrensweise dieser Räuber zu unterrichten, die noch freien Glieder der Bande kenntlich zu machen, dadurch ihre Beifangung zu erleichtern und so die öffentliche Sicherheit zu vermehren. Die Ironie der Geschichte liegt darin, dass Hoffmann von Fallersleben, der später jahrelang als Gefahr für die öffentliche Sicherheit betrachtet wird, ausgiebig Gebrauch von Pfisters vortrefflichem Buche macht, als er sein Rottwelsch-Vokabular durchsetztes Gedicht schreibt. Vom Verbrecherleben bemerkt Ludwig Pfister ohne jede Räuberromantik: Sie kennen sich alle untereinander, auch wenn sie sich nie gesehen haben. Und es ist wirklich merkwürdig, mit wie treuem Gedächtnisse alle diese Menschen alle Verhältnisse und Taten aller Gauner kennen. Es besteht unter ihnen eine von Generation zu Generation fortgehende Tradition, welche umso leichter erhalten, berichtigt und begründet wird, weil sie außer ihren Räubereien kein bestimmtes, sie interessierendes Geschäft haben und darum ihnen Zeit genug übrig bleibt, sich unterwegs, auf den Feuerplätzen, in den Herbergen, von ihrem Lieblingsgewerbe zu unterhalten, sich wechselseitig ihre eigenen und die Taten anderer zu erzählen. Damit umreißt der Heidelberger Stadtdirektor eben jene Ausgangssituation, die Hoffmann von Fallersleben uns in seinem Gedicht ausmalt. Auf Hochdeutsch, Normdeutsch, Langsess-Arena-Deutsch ungefähr. Feuer her, hier lasst uns liegen, hol der Teufel die Herumherrennerei. Auf dem Boden ist zertrocken, wie am Tisch in der Stube. Und kein Jäger soll uns merken, wenn wir uns an der Stelle niederlassen. Kann der Baum uns verraten? Kann der Boden ein Hund sein? Guten Abend, Kameraden. Gebt, was ihr erarbeitet habt. In der Burg, in der Stadt. Alles trägt dem Meister zu. Und so weiter bis zur Schlussstrophe. Wein her und lasst sie schlafen. Säuglinge, Weiber, Edelmänner und Bauern. Wein her. Wir wollen saufen.
weckt uns doch kein Hahn, womit jenseits des Gedichts das Erzählen beginnt. Ludwig Pfister, der sich von Polizeibeamten dazu hat breitschlagen lassen, der erweiterten Ausgabe seines Werks 19 Seiten Glossar des Rottweilschen anzufügen, betrachtet diese Arbeit nicht lediglich als Leitfaden zum Aufspüren von Gesetzlosen anhand der von ihnen gesprochenen fremdartigen Sprache, sondern ausdrücklich als Sprachkursmaterial. Jänisch für Deutschländer. Doch rate ich jedem Richter, sich mit dieser Sprache vertraut zu machen, weil sie ihm gar manchen Vorteil gewähren kann. Auch der Gauner wird leichter vertraulich und offener, wann er in seiner wahren Muttersprache sprechen kann. Und auch in dieser, ohne Affektation und Ostentation, mit ihm gesprochen wird. Ich sage und wiederhole noch einmal, ohne Affektation und Ostentation. Keine Frage, dass Pfister dieser Sprache mächtig ist. Er weiß, wovon er spricht. Zum Schluss bringt seine aktenmäßige Geschichte der Räuberbanden an den beiden Ufern des Mains auch endlich die auf dem Titelblatt angekündigte Kupfertafel. Sie zeigt, auf Holzblöcken dargeboten und das Blut bereinigt und noch einmal gekämmt, die Köpfe der Hingerichteten. Erstens Manne Friedrich, zweitens Hölzerlips, drittens Krämer Mattes, viertens Veit Krämer. Alle vier mit offenen Augen und geschlossenem Mund. Die reden kein Rottweilsch mehr. Sprachreinigung der Radikalen Art mit Stumpf und Stiel. Und das in Heidelberg, wo Achim von Arnim und Clemens Brentano ihre alten deutschen Lieder gesammelt und für das zwischen 1805 und 1808 in drei Bänden erschienene des Knaben Wunderhorn mit sprachreinigendem Eifer in ein konstruiertes Normdeutsch übertragen haben. Unter Inkaufnahme gehöriger Verluste, was die regionalsprachlich und dialektal geprägten Vorlagen angeht, von den Fremdwörtern einmal ganz zu schweigen. Aber im Dienste der Allgemeinverständlichkeit wird man ja wohl noch ein bisschen Gewalt anwenden dürfen. Damit jedoch erweist sich in einer schwindelerregenden Umkehrbewegung der Stadtdirektor, der Scharfrichter, der Geheimpolizist als mein bester Freund, mein engster Komplize beim Schreiben. Will ich der Welt, der sprachlichen Welt auf die Spur kommen, nützen mir die von Arnims und Brentanos im Grunde nichts. Das heißt, indem ich ihnen Vertrauen schenke, folge ich falschen Fährten. Was sich als Protokoll mündlich tradierter alter deutscher Lieder ausgibt, wurde konsequent auf einer imaginären Mitte hin eingedeutscht. Die Vielfalt der Welt ist dahin. Zum Glück gibt es dann noch die nicht weniger eifrig sammelnden Polizeispitzel und Beamten. Nur sie eröffnen mir, indem ich zu ihren Wörterbüchern greife, den Blick auf die historische wie regionale Staffelung der Sprachschichten, die Vielfalt an sprachlichen, gesellschaftlichen Milieus. Sondersprache ist eine Frage der Perspektive. Die Sondersprache Bahnsteig-Magdeburg, die Sondersprache Gedicht und die Sondersprache Schmackofatz. Während eines längeren Aufenthalts in Berlin im Sommer 2015 komme ich jeden Morgen auf dem Weg zur Straßenbahn an einem Ladenlokal mit der sonderbaren Beschriftung Schmackofatz vorbei. Über dem Eingang wird bis vor wenigen Jahren einfach Obst und Gemüse oder Koks und Kohlen gestanden haben. Dann wurde das Haus saniert, nach und nach das gesamte Viertel und von den früheren Einwohnern blieb so gut wie niemand zurück. Eine seltsam geschichtslose Gegend, in der man überall auf historische Signale stößt oder auf Signale des Historischen. Ein halbes Dutzend Straßenzüge, das weder Nüchternheit noch Wehmut zulassen will. Kein Mensch könnte sich ernsthaft wünschen, das Viertel würde in seinen früheren Zustand zurückversetzt, doch auch die Zukunft scheint hier bereits Vergangenheit zu sein. Am Rand des Volksparks Friedrichshain steht die Rewe-Baracke. Gehe ich einkaufen, werde ich von unzähligen jungen Müttern und Managern überholt, die joggend in den Park abbiegen.
auf das im Mai 1972 eingeweihte Denkmal des polnischen Soldaten und des deutschen Antifaschisten zu. Eine Betonsäule, um die eine bronzene Fahne weht, rechts davon eine Reihe flacher, breiter Stufen, die es dem Besucher ermöglichen sollen, sich mit würdigem Schritt einem den Platz beherrschenden Schriftzug zu nähern. Sanascha Iwascha Wolniosz und darunter für eure und unsere Freiheit. Auf die Jogger, die, jeder von seiner eigenen Fitnessmusik geleitet, am Denkmal vorbei in den Abend laufen, um nach wenigen Minuten wieder aufzutauchen, weil sie immer dieselbe Runde drehen, muss dieses manisch-monumentale Denkmal mit seinen Reliefbuchstaben wirken, als sei es, wie sie selbst, wenn sie einmal ganz bei sich sind, weder in Zeit noch Raum fest verankert. Als gleite es nach eigenem Belieben auf der Zeitachse dahin und könnte, wie so vieles hier in der Gegend, genauso gut auch vom einen auf den anderen Tag verschwinden. Dieses Viertel hat keine Geschichte, es hat in der Vorvergangenheit Geschichte gehabt. Von der Gründerzeit bis in den Nationalsozialismus, von der DDR bis in die ersten Nachwendejahre. Seitdem aber biegt es sich nur noch in die Gründerzeit zurück. So hängt hier alles merkwürdig schief, hängt ohne Zeit in der Gegenwart, in einem Jetzt ohne eigenen Geruch. Ob hier Gedichte gelesen werden? Vermutlich dann, wenn man Hörbücher einliest, mit Titeln wie Die 100 schönsten Gedichte der Deutschen oder Liebesgedichte von Goethe bis Gernhardt. Denn unter den Gästen, die tagsüber in den Straßencafés sitzen, sind, wie ich mir habe sagen lassen, nicht eben wenige Schauspielerinnen und Schauspieler, die auch mir aus dem Fernsehen vertraut sein könnten. Ob der Blick, da sie ihn in der Augustsonne über die Kreuzung schweifen lassen, immer bereit, Fernsehkollegen zuzunicken, jemals an den Namen auf den Straßenschildern hängen geblieben ist? Namen, die möglicherweise schlechte Erinnerungen an Rollenangebote in nie zu Ende finanzierten Filmvorhaben wären. Lauter auf qualvolle Weise zu Tode gekommene junge Frauen, Antifaschistinnen, von der SA erschlagen, in Plötzensee gehängt. Hier mein Kiez, dort der Nationalsozialismus, wie man ihn aus dem Fernsehen kennt. Und mittendrin Schmackofatz. Es handelt sich, wie ich eines Morgens, da ich mir die Sache genauer ansehen will, am Eingang lese, um eine Barf-Manufaktur. Was auch immer das bedeuten mag. Das Ladenlokal macht den Eindruck einer Salatbar für Salatallergiker oder einer Eisdiele. Nur, dass ich von außen weder Eisbottiche noch einen Waffelhalter sehen kann. Möglich, hier wird etwas so Exklusives angeboten, dass es ratsam erscheint, den Showroom von vornherein leer zu lassen. Möglich, in den hinteren Räumlichkeiten werden Nussholzmöbel angefertigt, in denen man sein inneres Kind verstauen kann. Ich probiere Sätze. Doch es will sich kein Bild von Barf einstellen, keine Erklärung, wozu eine Barf-Manufaktur mitten in Berlin von Nutzen sein könnte. Das Wort muss erst in seine Einzelteile zerlegt werden, so wie auch das mit ihm Bezeichnete etwas zuvor Zerlegtes ist. Zerlegt in seine vier Buchstaben, dann ergibt es Sinn. Bones and raw food, nämlich. Woraus das Deutsche verklausulierter, komplizierter und um die Kernigkeit der Ursprungsaussage bereinigt, biologisch artgerechtes, rohes Futter macht. Schmackofatz? Ein Geschäft für Hundefutter. Weiter nichts. Immerhin. Was für ein seltsames Gewerbe. Und was für ein abgrundtief bescheuerter Name. Ein Wort zum Schämen. Würde ich es jemals in einem Gedicht verwenden, frage ich mich. Indem ich aber heftig verneine, zeichnet sich auch schon, wie es häufig geschieht, wenn ich Sprachmaterial für eindeutig Gedicht untauglich halte, vor meinen Augen die hohle Form eines Gedichts ab, in dem an irgendeiner Stelle Schmackofatz entsteht. Wo andere unablässig den sozialen Status der Menschen in ihrer Umgebung prüfen mögen, prüft jemand, der Gedichte schreibt,
sein Sprachumfeld darauf, ob es Material bereithält, das zu notieren wäre, um womöglich irgendwann in ein Gedicht einzufließen. Sei es als Sozial- oder Geschichtsmarker, sei es als bloßes Kontrastmittel, mit dessen Hilfe sich Sprachsphären plastisch voneinander trennen lassen. Meine gesamte tägliche Wachzeit über betätige ich mich als Wörterprüfer. Morgens beim Kaffee lese ich auf dem Balkon Gedichtbände aus dem Regal des Freundes, in dessen Wohnung ich den Sommer verbringe. Über den Tag hinweg filtere ich Wörter aus dem Straßenbild, registriere während der U-Bahnfahrt, welche Minimalvariationen der Motz-Verkäufer heute in seinem Verkaufsmonolog unterbringt. Am frühen Abend vergleiche ich anhand von Warenetiketten und Werbedurchsagen, welche Kundschaft sich hier in der Rewe-Baracke, welche dort in der Bio-Company angesprochen fühlen soll. Vor dem Schlafengehen lasse ich den ruppigen Singsang des rheinischen Hochdeutschs auf mich wirken, wie es in der Krawall-Fernsehfamilie Wollny gesprochen wird. Hier lebt in Neuss, wo ich aufgewachsen bin. Mein Verhalten hat schlicht mit der Natur von Gedichten zu tun. Gedichte können alles aufsaugen, können sich jegliches Sprachphänomen zu eigen machen. Das zeichnet sie aus. Und schließlich können Gedichte, und damit zum letzten Mal, Schmacklofatz, den übelsten Unsinn einhegen, unschädlich machen, nein, umlenken, aufladen, retten, in Gedichtsprache verwandeln. Warum auch sollten ausgerechnet Gedichte ein Reservat der Weltferne, der Weltfremdheit, der Weltabwehr bilden? Wenn nicht die gesamte Welt, was im Einzelnen sollte den Platz im Gedicht finden? Rosen, Goethe, Urlaubsstimmung? Gedichte können alles aufsaugen, unter anderem, ich zitiere, Fragmente umgangssprachlicher Redewendungen, deutsch- und fremdsprachige Zitate aus Dichtung, Werbung und anderer Gebrauchsliteratur, Namen von Orten, Pflanzen, Tieren, Dichtern, Politikern, Fremdwörter aller Art und immer wieder Substantive, Reihen von Substantiven. Mit diesem Zitat aus einer am 10. März 1967 in der Zeit erschienenen Buchbesprechung sind wir mitten in eine der kuriosesten Konstellationen auf dem an Kuriositäten nicht eben armen Feld der Literaturrezeption geraten, mit denen die bundesrepublikanische Literaturgeschichte dienen kann. Lassen wir dabei die Frage, was unter Verstehen zu verstehen sei, einen Moment beiseite und staunen einfach angesichts einer Kette slapstickhafter Missverständnisse. Auch solche können ja nicht nur für Heiterkeit sorgen, sondern recht aufschlussreich sein. Auf der einen Seite ein junger, wenn auch bereits 31-jähriger Pionier der Popkritik im deutschsprachigen Raum. Auf der anderen Seite eine Dichterin aus Wien, die mit Anfang 40 ihren ersten umfangreichen Gedichtband in einem westdeutschen Verlag veröffentlicht hat. Er hört Jazz, Bob Dylan und die Rolling Stones. 1977, wir erinnern uns, nie waren die 60er Jahre toter als 1977, wird er The Rolling Stones Songbook mit ins Deutsche übersetzen. Sie ist die Lebensgefährtin eines Jazz-Nerds und derzeit noch Beatles, bald aber schon Zappa-Hörerin. Im Grunde, oder ins milde historische Licht getaucht, denkt man, müssten sie sich ganz gut verstehen, Friederike Mayröcker und ihr Kritiker Helmut Salzinger, der später unter dem Pseudonym Jonas Überohr unter anderem für Sounds schreiben wird. Tod durch Musen setzt ein mit einem achteiligen, auf 1965 datierten Zyklus, der dem Band seinen Titel gibt. Und gleich der erste Abschnitt mündet nach 9 kurzen Versen und einer Leerzeile in Goebbels: Wollt ihr den totalen Krieg? Ja. Ein Auftakt, so verstörend wie der Anblick von Hells Angels mit aufgenähtem eisernen Kreuz bei einem Konzert von The Grateful Dead. Ensembleklang und Politik, Lärm, Gewalt, Poesie. Und nirgendwo eine Instanz, die zwischen den Zeichenballungen, den Phänomenen, den Aggregatzuständen vermitteln würde.
Eine zweite Abteilung, überschrieben 1945 bis 1950, also exakt an jenem Punkt ansetzend, da das gebrüllte Ja erstirbt, und eine dritte, 1950 bis 1960, bilden zusammen eine Retrospektive, zeichnen den Weg nach, den Friederike Mayröcker schreibend genommen hat, um den Leser mit sachter Hand auf das Kommende vorzubereiten. Die sich über 130 Seiten erstreckenden Arbeiten aus den Jahren 1960 bis 1965, eine Folge von 46 Gedichten, die länger und länger werdend mehr und mehr Raum der jeweiligen Druckseite einnehmen, einen einzigen großen Gesang bilden, unterbrochen nur von gelegentlichen Atempausen, was offenbar dem Schreibprozess entspricht, der sich in den Tagesablauf der Englischlehrerin Friederike Mayröcker fügen musste. Helmut Salzinger bekundet, die Lektüre dieser Texte lässt den Leser tatsächlich aufs Äußerste gereizt zurück. Und ich will gar nicht in Zweifel ziehen, dass es sich um ziemlich starken Tobak handelt. Hier das am 1. November 1964 entstandene Gedicht mit dem Titel Brasilianisches Gedicht. To be talked to the wings, in den Äherlüften hat zugleich und dieser Geschmack nach gefegter Hoffnung, ein Schuss Telepathie. Pneumatik der Liebe, El Al, bring your family. In nordischen Gärten Miriam erstaunt, wenn auf reinen Tragflächen Sonne, Brasil, entstört fliegen an den Fernen. Geschehen längs der Küste, wo man in Glossarien reist, schön ermattet, den Reinfall im Aug, Rippe und Atem und der heißeste Bannfluch, Mund. Vom Himmel auf die Erde, gesiebtes Wasser, gesehen, wann fällt, hinfällt, wie man bettet, unbeschuht, die blonden Tage im Arm. Beiläufig auch die Great Canyons, Bürger von Katakomben, Stufe für Stufe abwärts, bist wärts, wenn Abschiedsglocke ein Stück ins Gewisse, Asta Nielsen in ihrer besten Zeit, Potsdam und das Aufblühen der plastischen Kunst. Aschinger Bierquelle, überall in Berlin, suspekt unter der Siegessäule. Rosariumstein, fest in meiner Hand, bauschiger Osten. Und die ersten spontanen Fragen. Watch your eyes, watch your heart. Winters in Jähn, von Oranienburg bis Sanssouci, schält sich ein exterritorialer Eros, spreizt Leben. Du Brasil, bis an die fernen, dekadenten Lungen. Du Brasil, vielleicht lange nicht mehr, vielleicht nicht mehr lange. Du Brasil, am I allowed to pop? Mitten rein. Aufgespannt zwischen Schaffhausen, dem Großraum Berlin und Brasilien, oder doch zwischen dem Konzentrationslagerort Oranienburg und dem Lied Brasil? Das Gedicht verrät nicht, ob es einen geografischen Raum vermisst oder deutsche Geschichte und zeitgenössische Populärkultur zueinander in Beziehung setzt, zusammenzwingt. Am I allowed to pop? Die eingangs aufgerufene Flugszenerie scheint jedenfalls eher in Richtung Pop zu deuten, nämlich auf das Plattencover von Frank Sinatras Album Come Fly With Me aus dem Jahr 1958. Eine Reise um die Welt in Liedern, unter anderem natürlich nach Brasil. Vor einem fast ein wenig bedrohlich blauen Himmel sieht man da den Sänger auf einem Flugfeld stehen, im Hintergrund abflugbereite Maschinen. Er lächelt den Betrachter an, mit dem Daumen deutet er aufs Flugzeug. Am Kopf der Gangway wartet schon die Stewardess. Dann setzt das erste Stück des Albums ein, Come Fly With Me und Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide, starry-eyed. In den Äherlüften hat sogleich und dieser Geschmack nach gefegter Hoffnung ein Schuss Telepathie. Come, fly with me. Doch Helmut Salzinger möchte nicht mitfliegen. Er wendet sich dem Bodenpersonal, Er wendet sich ans Bildungsbürgertum.
Ohne Gebrauchsanweisung lässt sich mit diesen Aneinanderreihungen von Wortungetümen nichts anfangen, meint er. Und all das wird zu einem zähen Wortbrei zusammengeknetet, aus dem ein gelegentlich beigesetztes Viponge dem Leser signalisieren soll, es handele sich um äußerst bedeutungsvolle Mitteilungen, in denen das Sein der Welt schlechthin sich zu Wortformationen kristallisiert habe. Das Sein der Welt schlechthin? Derartiges Armerudern auf dem Flugvorfeld lässt sich in frühen Besprechungen von Büchern Friederike Mayröckers häufig beobachten. Normalerweise kann man angesichts der demonstrativen Verständnislosigkeit nur verständnislos den Kopf schütteln. Im Fall von Helmut Salzinger jedoch machen solche Trockenübungen traurig. Nicht ohne Absicht wird die Literaturredaktion der Zeit gerade Salzinger mit der Rezension betraut haben. Womöglich gar als Feuerprobe, ob dieser Popfachmann, es handelt sich um einen der ersten Artikel des Autors für die Zeit, dem Gegenstand gewachsen ist, ob er über das nötige Handwerkszeug, den nötigen Referenzrahmen verfügt, um den Feuilletonlesern diese neumodischen, anstrengenden Sachen aus Wien zu vermitteln. Mit Hubert Fichte im Starclub hat man in Hamburg seinerzeit längst keine Schwierigkeiten mehr, bei Tod durch Musen aber brennen die Sicherungen durch. Ich erwarte von Helmut Salzinger nicht, ihm solle alles in diesem Band auf Anhieb einleuchten. Was mich verwundert, ja bekümmert, dass er in Friederike Mayröckers Gedichten nichts von dem wiedererkennt, was seiner Lebenswelt, seinen Erfahrungen mit Kino, Kunst, Musik entsprochen haben muss, also den Medienwirklichkeiten, in denen er sich bewegt. Wenn er Orientierungsschwierigkeiten hat, warum greift er nicht einmal nach einem der zahllosen Strohhalme, die ihm hingehalten werden? Nach Cat Ballou zum Beispiel, der Western-Komödie von 1965 mit Jane Fonda, die in Deutschland unter dem Verleihtitel Hängen sollst du in Wyoming ins Kino kam. Oder, Vorsicht, Wampgedränge, nach Asta Nielsen in ihrer besten Zeit. Nach Dagobert hätte er ebenso greifen können wie nach Stokowski, dem Dirigenten Leopold Stokowski, der die Filmmusik zu Disneys Fantasia dirigierte. Sollten Salzinger, der 1964 veröffentlichte Völkerwanderungsroman Ritt ins Bohnenland von Georg Schreiber oder die Sonetteröffnung Before You Went to Feed with Owls and Bats von John Keats zu stark nach bildungsbürgerlicher Weihestunde riechen, warum stürzt er sich dann nicht auf derselben Druckseite fröhlich auf His Eyes on the Sparrow, den Gospel-Klassiker, den neben anderen 1951 auch Sister Rosetta Tharpe eingespielt hat? Oder auf die Enorm-Musiken, nämlich alle Beatles-Musiken, wie es im Text mit Linnés berühmter Blumenuhr heißt. And suddenly it jumped. 9. Juli 46, Hollywood steht da. Ein Titel von Duke Ellington samt Aufnahmeort und Datum. Wer unter den Literaturkritikern hätte solche Momente, solche Signale 1966 erkennen, erspüren sollen, wenn nicht Helmut Salzinger? Merkwürdig zwischen Hochkulturabscheu und Populärkulturblindheit schwankend wehrt er ab. Das alles wäre weiter gar nicht so wichtig, wenn diese literarische Richtung sich selbst nicht so bierernst nähme, wenn der Leser gewiss sein könnte, diese Textereignisse mit ihren manchmal recht witzigen Wortbildungen und Wortspielen ganz unvoreingenommen und einfach belachen zu dürfen, ohne sich damit das Armutszeugnis totaler Unbildung auszustellen. Solange er aber im Zweifel sein muss, ob die Feststellung schwerer Held empfand Position 2 wie Position 1, ca. 40 mm entfernt, nicht vielleicht doch die Lösung irgendeines Welträtsels enthält, wird er sich das Lachen lieber verkneifen. Worüber aber lacht man Mitte der 60er Jahre in der Bundesrepublik? Anders gefragt,
Was nimmt man allen Ernstes ernst? Verse wie diese offenbar 1965 veröffentlicht. Er saß in dem geheizten Zimmer, Adorno mit der schönen Zunge, und spielte mit der schönen Zunge. Da kamen Metzger über Treppen, die stiegen regelmäßig Treppen, und immer näher kamen die Metzger. Und Verse wie diese, am 17. September 1965 in der Zeit erschienen. In der Metzger Namen bitt ich Dichter, nicht die Metzger zu verletzen durch Gedichte. Ach, ich weiß, die Poesie braucht Metzger, Messer, Blutgeruch für feines Beispiel. Was aber, wenn ein Metzger abends liest? So geht es in beiden Gedichten noch einige Strophen weiter. Mir aber stockt schon beim leise Lesen der Atem. Dermaßen peinigend ist die Lektüre. Das Mitte der 60er Jahre in der Bundesrepublik als allgemeinverständlich betrachtete Gedicht berührt mich so unangenehm wie die beflockten Arschbacken eines Mannes am Bahnsteig von Magdeburg im Jahr 2015. Dies ist die Welt, in die Friederike Mayröcker hineinschreibt. Und es macht die Sache nicht besser, wenn am 24. September des Jahres ebenfalls in der Zeit eine Antwort auf Sie ahnen es ja bereits, Günter Grass und Martin Walser, mit den Versen beginnt. Hier wird Haus geschlachtet. Geschmückt ist der Wiesengrund mit rotem Blut, das züngelt grässlich im Gras, das Gottesgeschenk wird verhöhnt. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten. Anscheinend begreift Erich Fried, aus dem Londoner Exil heraus eng mit der Wiener Szene verbunden, tatsächlich nicht, welche Bälle sich die bundesdeutschen Autoren da mit unbeholfenem Flakhelfer-Sadismus zuspielen. Er kann den fürchterlichen Ton nicht einordnen. Soweit die Szenerie, vor deren Hintergrund sich Helmut Salzinger in Wien beschwert, ihm bleibe bei der Lektüre von Friederike Mayröcker nichts übrig, als sich selbst ein Armutszeugnis totaler Unbildung auszustellen. Angesichts der Gedichte in Tod durch Musen ist das totaler Quatsch. Westernkomödien gehören seiner Zeit so wenig zum Bildungsgut wie Disney-Filme und die Beatles schon gar nicht. An anderer Stelle dagegen mag er nicht darauf verzichten, seine Bildung unter Beweis zu stellen, wenn er typischer Rezensentendreh bemängelt, das literarische Verfahren der Autorin sei nicht neu. Zaubert er dann aber als Gewährsmann Gottfried Benn herbei, hat es etwas unfreiwillig Komisches. Salzinger will natürlich sagen, Ezra Pound. Dabei ist das alles wirklich nicht mehr lustig. Nicht Friederike Mayröcker, Helmut Salzinger zeigt sich in solchen Momenten von einem übelriechenden deutschen Bierernst beseelt. Wenn er sich über eine wild gewordene Interpunktion aufregt, die dem Leser mit Zeichen wie Gedankenstrich, Fragezeichen, Doppelpunkt oder Auslassungspunkte, Schrägstrich, Auslassungspunkte, höchst beredt die Überflüssigkeit, Sprache anzuwenden, demonstriert, möchte man ihm durch die Jahrzehnte zurufen, schlagen Sie doch bitte nur einmal kurz ein anderes Buch auf, das, da bin ich mir fast sicher, auf Ihrem Schreibtisch liegt, nämlich den wie Mayröckers Tod durch Musen bei Rowohlt erschienenen Roman Von einem Schloss zum anderen von Louis Ferdinand Céline. Ihnen wird unmittelbar einleuchten, der Sonderzeichensalat aus Anführungszeichen, Ausrufezeichen und Auslassungspunkten dient der Rhythmisierung einer Rede, die zur Schrift gerät. Solche Markierungen können Helmut Salzinger so wenig fremd sein wie das literarische Umfeld, aus dem Tod durch Musen Anregungen und eine eigentümlich zwischen Friedfertigkeit und Angriffslust changierende Energie bezieht. Tatsächlich wird er dann 1969 Norden in der Zeit besprechen, wie Von einem Schloss zum anderen Teil der Deutschland-Trilogie von Louis Ferdinand Céline. Frühjahr 1945. Der Zweite Weltkrieg neigt sich dem Ende zu. Im Tross der Vichy-Regierung beginnt sich Céline von Sigmaringen auf den Weg nach Norden. Das ließ sich schlecht an. Besonders da die vom Schloss in puncto Proviant im Ganzen nur zwei Päckchen pro Minister gekriegt hatten. Päckchen mit belegten Broten. Eifersucht. Und von den Hotels? Nietzschewo. Das sollte 3 Tage, 3 Nächte vorhalten, von Sigmaringen bis da oben nach Preußen.
In puncto Anzug vermerke ich, sie waren angezogen, wie sie von Vichy abgereist waren. Leichter Überzieher, Wildlederlatschen, keineswegs für unter Null. Für Sigmaringen im November ging's noch. Aber wenn man da rauffuhr, ging es verdammt schlecht. Man hat's erlebt. Das ging ganz und gar nicht mehr. Besonders zum Schlafen. Als die belegten Brote aufgegessen waren, hatten sie nichts mehr und stampften verdammt mit dem Fuß auf. Dass die Reise noch nicht zu Ende war und dass man immer weiter nach oben fuhr. Das Thermometer sank und sank. Und der Schnee. Zuerst in Flocken, begann derartig zu fallen. Schneestürme, Blizzards. Hinter Nürnberg besonders. Dicht, wie Watte, keine Sicht mehr. Weder die Schienen noch der Bahndamm, noch die Bahnhöfe. Der Horizont, der Himmel, Watte. Wir sind durch Magdeburg gefahren, ohne etwas zu bemerken. Genau an dieser Stelle in Celines von einem Schloss zum anderen dürfte Friederike Mayröcker sich bedient haben, als sie das Wort Magdeburg in ihrem Text mit Steinen setzte. Ein im Vorbeifahren flüchtig wahrgenommenes Graffiti in einer unbekannten Stadt. Und nein, nicht um die Lösung irgendeines Welträtsels geht es in Tod durch Musen. Friederike Mayröcker nutzt, und darin läge nun der Witz, offenkundige Formen und Verfahrensweisen von Celine und Pound, jenen beiden Erzantisemiten, um deren Lektüre man bis heute nicht herumkommt. Und lädt sie mit Gegenwart auf, speist akutes Mediengeschehen ein, allgegenwärtiges Geschehen, Musik, Film, Kunst, Radiostimmen, Zeitungs- und Illustriertenmaterial. Momente jenseits der Schriftlichkeit, Momente, die man mitnotieren muss, will man sie im Gedicht aufscheinen lassen, will man die Sprache ernsthaft auf ihre Gedichtfähigkeit hin prüfen. Und weil es Celine widerfuhr, an alle ausgeklinkten Gazettenleser, dieser Hinweis in Text zu fünf gleichen traurigen Trommelschlägen, top, 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 wird von Helmut Salzinger geflissentlich überlesen. Warum? Warum verspürt er das dringende Bedürfnis, es sich beim Lesen von Gedichten selbst unendlich schwer zu machen? Mag sein, hier liegt eine deutsche Sprach- und Lesedeformation vor, die sich aus Wiener Perspektive kaum nachvollziehen lässt. Im Unterschied zu den westdeutschen Pop-Schriftstellern adaptiert Friederike Mayröcker nicht den bei den Beat-Poeten abgeschauten Gestus des Underground. Ihre Gedichte gehen nicht von einer Absetzbewegung. Sie sind nicht darum offen für Phänomene der Populär-, damals noch Trivialkultur oder schlicht für Schund, weil die Autorin damit ihren Protest gegen überkommene Werte, verbrauchte Sprache zum Ausdruck bringen wollte. Der Tod durch Musen will keine Hochkultur vom Sockel stürzen, sendet dem Leser so gut wie keine Signale, hier gehe es darum, den alten Muff aus der Position einer von Gewehrsmännern in den USA etablierten Gegenkultur anzugehen. Friederike Mayröcker stellt eine Ein-Personen-Counterculture dar, im reaktionären Österreich der langen Nachkriegszeit, wie in der für Metzger-Gedichte auf Theodor W. Adorno empfänglichen Bundesrepublik. Die von ihren Gedichten ausgelöste, Helmut Salzinger tiefes Unbehagen bereitende Irritation könnte, jenseits der Substantivreihungen, der unverbundenen Satzteile und der weiten Wortfelder, daher rühren, dass sie vielmehr einen Gestus aufgreiften, der in historischer Perspektive unentwirrbar mit dem Aufkommen deutschnationaler Fantasien zusammenhängt. So gerät in letzter Konsequenz romantischer Sammelleidenschaft, am Ende selbst eine mündliche Quelle menschen- und kunstverachtender Natur aus der jüngsten Vergangenheit, aus dem Berliner Sportpalast, ins Gedicht. Goebbels. Wollt ihr den totalen Krieg? Ja. Es liegt mir fern, Helmut Salzinger, der sich in den 80er Jahren aufs Land zurückzieht, die Zeitschrift Falk, Gegenkultur in Reinform, gründet, Gedichte schreibt, Texte, in denen er versucht, nichts zu erzählen und der im Dezember 1993 an einem Herzschlag stirbt. Es liegt mir fern, Helmut Salzinger mit dem Abstand von 50 Jahren am Zeug zu flicken, ihm gar in den Kopf schauen zu wollen. Sein Leseverhalten erscheint mir schlicht symptomatisch. Die aggressive Defensive, der starre und zugleich herumirrende Blick.
Eine Haltung, der ich auch heute immer wieder begegne, wenn von Gedichten die Rede ist. Er steckt in einem Dilemma, aus dem ihm leider kein Gedicht heraushelfen kann. Ein Dilemma, und darum bin ich so ausführlich auf die Konstellation Helmut Salzinger und Friederike Mayröcker eingegangen, schwierigster Natur, weil es, anders vielleicht als irgendein Welträtsel, aus seiner Perspektive nicht zu lösen ist. Einerseits kanzelt er mit Begriffen wie Gebrauchsanweisung und Armutszeugnis totaler Unbildung alles ab, was seiner Vorstellung nach in der Sphäre der Bildungsbürger oder der Intellektuellen oder der Spinner zu verorten ist. Andererseits weigert er sich strikt, auch nur ein einziges Moment wiederzuerkennen, das aus seiner eigenen Lebenswirklichkeit, aus seinem allerselbstverständlichsten Umgang mit Medienwirklichkeiten ins Gedicht gefunden hat. Er mag die Western-Komödie Cat Ballou im Kino gesehen haben. Im Gedicht wird sie zum blinden Fleck, der, wie sollte es auch anders sein, für Unruhe, für Unsicherheit sorgt. Und damit ist Helmut Salzinger nicht allein. An alle ausgeklinkten Gazettenleser. Gazetten gehören nicht ins Gedicht, Jane Fonda gehört nicht ins Gedicht, Ezra Pound gehört nicht ins Gedicht, die Beatles gehören nicht ins Gedicht, Celine gehört nicht ins Gedicht. Eines jedenfalls steht fest, resümiert Helmut Salzinger, der Tod durch Musen ist qualvoll. 1972 wird er unter dem Titel Rock Power ein Werk veröffentlichen, das der Kölner Free-Jazz-Kritiker Felix Klopotek so charakterisiert. Das Buch ist ein enorm schwindelig machendes Gebräu, gegoren aus tausenden von nicht gekennzeichneten Zitaten, Songtexten, Plattenrezensionen, Ausschnitten aus zeitgenössischen Reportagen, Interviews mit Rockstars, Samples von Marx, Marcuse, Walter Benjamin oder dem Black-Power-Literaten Amiri Baraka. Durchaus möglich, dass er Tod durch Musen noch einmal einwieder studiert hat, nachdem seine Rezension geschrieben war. Ein halbes Jahrhundert später, da der größte Teil der alphabetisierten Menschheit, anders als Helmut Salzinger und seine Zeitgenossen, auch eine Populärkultur, Musik- und Kunstalphabetisierung genossen hat, da jeder seinen Joseph Beuys, seinen John Cage und meinetwegen auch seinen Zirkus Halligalli und seine Daniela Katzenberger kennt, stellt Tod durch Musen noch immer einen ungehobenen Schatz dar. Wer wollte Helmut Salzinger einen Vorwurf machen? Schließlich traut sich bis heute nicht einmal die Germanistik so recht an dieses Meisterwerk heran. Rosen, Goethe, Urlaubsstimmung. Sollten heutige Leser der Auffassung sein, mehr habe einfach nicht Platz in einem Gedicht, wäre ich der Erste, der Verständnis aufbrächte, wenn sie Gedichte für alle Zeit links liegen lassen würden. Gedichte wären eine ziemlich fade Angelegenheit. Unterkomplexität als Waffe gegen eine als überkomplex empfundene Welt, sonst nichts. Ich glaube allerdings, um Wissen, Bücherwissen, Bildungsgut geht es beim Lesen von Gedichten so wenig wie darum, mit Botschaften vertraut zu sein, die in Magdeburg auf Jogginghosen und T-Shirts verbreitet werden. Wer den Inhalt seines eigenen Kühlschranks nicht wiedererkennen mag, nur weil der in ein Gedicht gewandert ist, ja, wer schon ein zwischen Quengelzone und Migränebalken gefangenes, in der Kassenschlange unmittelbar vor ihm stehendes lyrisches Ich als blinden Fleck erlebt, der steckt tatsächlich tief in Schwierigkeiten. Vielleicht mangelt es demjenigen, der sich beklagt, Gedichte seien unzugänglich, seien eine in sich geschlossene Welt, am Ende nicht lediglich am Gespür für Gedichte, sondern am Gespür für die Welt. Also bitte, bitte, nie wieder von schwerer Kost reden, wenn es um Gedichte geht. Sonst bleibt uns allen irgendwann tatsächlich nur noch die Wahl zwischen Total War is Coming und Schmackofatz. Vielen Dank, es war ein Gedicht.